Mit der Game Studios Presents. Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Naja. Ich habe es unerlaubt also Dienstag kommt es raus und Samstag habe ich das aufgenommen und da habe ich das mal auf Twitch gestreamt und dann hatte ich plötzlich 148 Leute, die mir zuschauen. Ich hatte immer nur 1, 2 oder sowas und dann haben mich auch viele gebannt angeblich und so. Dann habe ich die Aufnahme sofort gestoppt. Ja. Naja, ja, aber das Spiel noch nicht draußen ist dann alles. Aber was ich machen werde, ich werde in Zukunft streamen und aufnehmen und dann halt die Resultate daraus ziehen. Weil ich würde gerne chatten und dabei spielen und dann halt interagieren gleichzeitig. Das würde ich schon machen. Genau. So. Aber nichtsdestotrotz, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Spiel. Und wünsche euch noch viel Spaß dabei. So, unseren Charakter haben wir erstellt. Den können wir uns jetzt... Können wir den irgendwie anschauen? Nee, Spiegel funktioniert nicht. Ja, wir reden mal mit Nora. Schatz. Ich bin gleich soweit. Ja, schon eine halbe Stunde hier und mach's drum. So, so. Hier, Toilette. Hier, ich muss mal... Oh, was steht denn hier? Way of the Future. Wege des Zukunfts. Dusche. Alles schön. Ja. Nee, warte mal. Hier, Laptop nochmal so. Genau. Ich nehme das heute mal auf dem PC. Aktivieren.
True Ring Powders, Abraxo. Abraxo, wenn es richtig sauber werden soll. Bei uns heißt es Sexual Energy und früher hieß es Abraxo. So, den Hammer kann ich mir nicht nehmen. Da kann ich jetzt mal Wäsche waschen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Aha. Trockner. Das soll Codsworth erledigen. Okay. Ah, schönen Leuchtturm. Da ja, ist er ruhig. Kommt er gleich hierher oder was? Tolle Vorstadt, wunderbar. Bleibt natürlich an. Kamera, ach wie schön. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, das wird auch Zeit. So sehen wir aus, wir haben eine Narbe im Gesicht und was da passiert ist, oh, ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir sind aus Bett gefallen. Nee. So, Türe. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Na, das sage ich mir auch immer, aber. Macht man aber trotzdem. Ist Mensch. So. Machen wir eine Tür zu hier, damit es nicht so zieht. So, Crossword, reden, machen wir gleich. Spiel mit Sean, Sean das Schaf. Also das Spiel ist Bauklotz. Hm. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Genau. So, Cotsworth. Cotsworth. Lassen Sie das Geschirr ruhig stehen. Ich kümmere mich darum. Ach, wunderbar. So, hier. Tür. Was haben wir denn da? Blast Radios von. Oh, wie heißt die Firma? Privileg? Nee, also mach Fenster. Ach, hier, Fernseher. So, schauen das Schaf. Spielen. Gucci, Gucci. Da, das. Hier haben wir Your Special. Du bist das, was du bist. Ach, du bist spezial, stimmt. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Warum ist der schwarz? Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Also ich will jetzt auch aufnehmen und streamen. Also heute nicht, ne? Das war jetzt egal. Aus Fehlern lernt man und ab in Zukunft WWE, vielleicht auch mal Dying Light unter der Woche. Das, ja, weil ich wusste nicht, dass es so einfach ist. Und dann mal sehen, wie die Zuschauer kommen und so, wenn es mehr werden und dann... Ja, ich hatte... Egal. So, das ist eine. Und ich habe ja die App gehabt. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen wird. Was? Ach, die ist weggegangen? Oh, cool. Fallout Shelter und da gab es hier diesen auch Mr. Handy. Und der hat immer Dinge eingesammelt, die man dementsprechend... Instaminasch. Instapüree. Fancy Netzkuchen. Blamco Mac and Cheese. Mindestens haltbar. Für immer. Ja, für immer. Das ist doch das beste Produkt auf Erden. So was haben wir. Haben wir da nicht noch was gehabt? Türe. Dosen, Eimer und Pipapo. So, hier haben wir den Globus. Willst du mal aufmachen? Ach, der nervt. Ich bin so stolz auf Sie. Im Moment kann man noch nichts machen. Die guten alten USA. Schön zusammengefaltet, wie es für einen echten Amerikaner gehört. Und an bestimmten Feiertagen wird sie rausgeholt und hochgehangen. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Hey, juhu, toll. Oh, die Milch wurde geliefert. So was. Oh, yes, no, isn't this? Coca-Cola, eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak, ausgezeichnete Qualität. Cooler Kühlschrank. Also sowas. Toll. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen wird. Wie kann jemand so kleines nur so viel trinken? Und das ist. Oh, Mixer. Ui. Das ist unser.
braun, Nora. Hey, machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Immer nur das gleiche Zeug. Ja, so ist es im wahren Leben auch. Immer nur dasselbe. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ja. Ich wollte schon sagen, John F. Kennedy. So, hier, Holoband abgespielt. Kaputt. Hat er schon das kaputt gemacht? Das kann ja wahr sein. Sitzen. Schatz, dass der die Tür aufmacht, hier ist immer dasselbe. So wie daheim, so auch hier. Aje, aje. So. Dann will ich nur mal kurz gucken, was man hier haben wir nichts drin geht nicht. So. Mach mal die Tür auf. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Ah, super. Guten Morgen. Was für ein Tag! Sehen Sie sich diesen Himmel heute an! Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Froh, dass Sie hier sind. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. So, so. Sind Sie nicht ein Staubsaugervertreter oder so? Ha. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Was? Was? Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen. Mehr nicht. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Ah ja, wird auch Zeit, ne? Was? Was ist das? Was ist das? Und er sprach. So, wie wollen wir denn heißen? Carlos der Retter, hä? Nee, was? Oh, wie wollen wir uns denn nennen hier? 21 Punkte verfügbar. Erzähle was über dich. Voltec muss wissen, welche Art von Bürger du bist, um für deine Zufriedenheit zu sorgen. Ach komm. Wie wollen wir denn heißen? Nee, Carlos der Gamer? Nee. Das ist nicht immer dasselbe. In Wrestling heißt Carlos. Das war's auch schon. Ich heiße überall Carlos. So, wie wollen wir ihn heißen? Bob. Nennen wir uns B.O.B. Bochum, Bogen, Boot, Böse, Böse. Bob. Hä? Warum nicht? Ja, ist doch perfekt aufgeteilt, oder? Wunderbar, das war alles. Danke. Und tschüss, hau ab. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig. Hau ab. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Schatz? Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Sean's Kostüm fertig machen. Ich glaube, klingelt der jetzt an jeder Haustür oder was? Naja, der wird. Du hast Kurzweil gehört. Los. Was? Naja, ich muss erstmal nach. Den Hund finden wir wohl nie wieder.
was ist denn? Was ist los? Ne? Das ist doch wunderbar, Kleiner, so. Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen. Blitzen, Explosionsgeräusche, wir... Hey, Cotsworth. Wir haben noch Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partner Sender-Chat abgebrochen zu sein. Wir haben... Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen... Ach was. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ah ja, im Leben nicht. Hätten wir unser Auto nehmen können? Nee, scheinbar nicht. Alle rennen dahin. Was ist das für klobiger Panzer? Moin, moin, Herr Wachtmeister. Ja, und Sie? Wollen Sie sterben? Ach, komm, geh ich einfach. Tschüss. Aber schon geil. Wahnsinn. Haben wir hier gerade Herbst? Oh, der Anhalter. Ja, ja. Prepare for the future. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Sie beide, folgen Sie mir! Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können! Gehen Sie jetzt bitte weiter! Atomare Explosion, Anschlag... Sir, weiß nicht. Wir müssen Sie runter in den Wurm schicken! Ah ja, dann lauf doch mal wohin! Treten Sie bitte auf die Plattform! In oh, die halt, Mitte! Dann mal halt die Fresse! Wo bist denn du? Fast geschafft! Es wird alles gut! Ich liebe euch! Euch beide! Da ich dich nicht, ich kenne dich ja nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Festhalten! Oh no. Oh no. Oh meine Güte. Ja, und die anderen sind jetzt alle tot. Mr. Russell, Nora, Mrs. Whitefield, Mr., Mrs. Abel, Mr. Abel, Mr. Russell ist allein und es ist meine Frau. Entschuldigung. Eine gottverdammte Atombombe. Ja. 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Hey. Also gehen die Treppe hoch. Ja, die Treppe. Entschuldigung. Gehen Sie rein. Ach komm, dann gehe ich halt, wenn keiner. Denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Oh, Vault 111. Welcome home. Entschuldigung. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, werden wir uns bestimmt besser. Ja, ach komm. Schwätz mal schneller. Ich habe keine Zeit, ich muss auf Toilette. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie. Hey. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergeht. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier in der Vorne. Also wir drängen uns überall vor. Das ist ja schon eine glatte Wahnsinn, gell? Kann ich irgendwo rennen? Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer Fortschritte. Entschuldigung. Einfach hier. Alles, was wir haben. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten? Hey, bitte. Die Leute brauchen etwas Ruhe. Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Nachbar, ach, die Nachbarn haben keinen Namen. So. Hey, kommen Sie mit. Ja,
Ja, dann lauf doch auch mal. Thermostatic Landing. Moin, moin. Alles klar. Ihr seid alles die Rettung der Menschheit, wisst ihr das? Ihr habt's gut. Hallo. Einfach hier bleiben. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Das ist eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen. Zeit für ein ganz neues Leben. Ich hab Platzangst. Das ist bisher. Das ist zu eng. Also. Und hier raus. Und hier raus. Das ist zu eng. Das ist. Ach. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Das Spiel gefällt mir jetzt schon gut.